Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Rags to Riches. So, wir gehen jetzt hier einmal durch die Statistiken hindurch. Dann habt ihr auch so ein bisschen einen Überblick. Und dann gehen wir noch einmal zu den Skills über. Wir sind kurz vor Level 18. So, ja. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben noch einiges an Quests, worauf ich noch keine Lust habe. Besonders halt so Streets und Lighthouse. Ich überlege gerade, wo wir uns jetzt am besten drauf konzentrieren, weil Tarkov-Shooter müsste ich auch auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht können wir das mit Customs so ein bisschen kombinieren. Genau, die Tushonkas habe ich fortproduziert im Hideout. Die gehen wir jetzt auch einmal gleich abholen. Und dann können wir die Quest schon mal abgeben. Ja, und hier fehlt uns halt noch einmal die Zigaretten. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Manchmal, da ist das dann einfach so. So, die Tushonkas. Einmal abgegeben. Hogge-Quest gibt es nicht. Und ja, dann klicke ich mich hier noch einmal durch die Dailies durch. Und für euch geht es in die nächste Runde über. So, ich habe mich jetzt hier für Customs entschieden. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall für die beiden Quests zum Tarkov-Shooter. Dann die restlichen Skeffs für den Prepper. Und wir müssen auf jeden Fall nach Dorms. Wir brauchen noch den USB-Stick und die Dokumente. Ich würde aber sagen, wir lassen uns hier so ein bisschen Zeit. Okay, das ist eigentlich jetzt nicht so gut, dass der hier kommt. Der ist zu nah dran. Ja, und ich verkack's auch. Super. Der ist wohl weg. Dann hole ich mir noch in Ruhe die Toolbox. Tongs können wir auch mal mitnehmen, solange wir noch Platz haben. So, dann gehen wir mal gucken, wo der Gute hingewatschelt ist. Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Doch da. Aber wo? Ja, vermutlich ist er da in diesem Raum drinne. Egal, der ist mir eh zu nah dran. Wir gehen jetzt einfach zu Hidden Stash. Bisschen looten. Okay, wir gehen jetzt hier noch einmal in die Fabrik rein. Ist das überhaupt eine Fabrik? Keine Ahnung. Jedenfalls werden wir da jetzt einmal reingehen. Da oben sind halt auch Jacken.
Und genau, die Box hier brauchen ja immer noch die Strikes. Ist irgendwas hörig? Kann natürlich aber auch der Skeff sein, der hier noch durch die Gegend läuft. Okay, jetzt ist definitiv einer durch den Busch gelaufen. Also von hier sehe ich leider nichts. Wir gucken jetzt einfach schnell hier durch. Und gehen einfach weiter. Ja gut, dann gehen wir, ich bin ein bisschen unentschlossen, den Skeff sehe ich jetzt irgendwie nicht, doch. Klar. Schade eigentlich, der wäre jetzt für Tarkov-Shooter echt gut gewesen. Weil ich glaube, das waren auf jeden Fall 40 Meter. Konnte er mich jetzt pushen? Oder auch nicht? Selber schuld. Zeig mir nicht den Mittelfinger, Freundchen. Aber wo ist der andere hin? Da waren doch zwei, oder? Ich höre ihn schreien, aber keine Ahnung, wo er ist. So, mal gucken, ob wir hier ein paar Skeffs finden. Ah, sieht gerade nicht so aus. Schmeißen die jetzt hier einfach weg. Ist mir egal. Nehmt die jetzt auf jeden Fall mit. Die wird da auf jeden Fall keiner so schnell finden.
wollte gerade sagen. Warte, da hinten war der doch irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den getroffen habe. Sonst gucke ich mal über einen anderen Winkel. Da ist noch einer. Wo bist du? Oder ist das der von gerade? Da waren Steps. Ja, keine Ahnung, wo der steckt. Ich versuche jetzt einfach mal hier rüber zu springen. Ich hoffe, ich schaffe das diesmal beim ersten Mal. Sehr schön. Und das ohne mir die Beine dabei zu brechen. Okay. Auf geht's in Richtung Dorms. Ich hoffe, es ist genug Zeit verstrichen, dass wir so ein bisschen Ruhe haben. Also hier ist es gerade ruhig. Problem ist, dass wir in den Dreierdorms müssen. Es ist tatsächlich sehr ruhig. Da war keiner zu sehen. Da ist tatsächlich echt gar nichts zu hören. War das hier? Nein, in der dritten Etage. Ich glaube, hier in der zweiten. Ich glaube, das ist sogar die Türe, wo wir rein müssen. Also hätte ich noch nicht mal einen Schlüssel mitnehmen brauchen. So, die Dokumente. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Erstmal den USB-Stick. Und die Dokumente waren... an den sich dazwischen? Ja. Sehr schön. So. Ich gehe nochmal hier einmal gucken. Kann man die drüber ziehen? Schade. Ich glaube, die kann man... generell nur ohne Helm tragen. Kann das sein? Ich will noch einmal an den Skeff dran. Okay, das ist sein Laser. Dann werden wir mal hier rausmarschieren. Das Auto ist da. Sehr schön. Gut, dass ich Geld mitgenommen habe. Dann warte ich mal die knappen jetzt 50 Sekunden ab. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich draußen wieder. Ja, sehr gut. Ich freue mich. Wir können diese Quest endlich abgeben.
Sonst war das für mich immer so eine Quälerei mit dieser Quest, aber diesmal war das tatsächlich sehr easy. So, ich räume mal hier eben alles aus. So, dann auch nicht schlecht. Ich hatte Granaten mit, die ich eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Ich hatte mich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, einmal den Stash aufgeräumt. Und irgendwie haben die sich da reingemogelt. Aber gut. Mir ist es auch im Raid nicht aufgefallen. Jetzt haben wir die Syringes in Factory. Okay, dann werden wir wohl jetzt in Factory gehen. Ich werde mir jetzt einfach irgendeine Pistole schnappen, die ich noch im Stash habe, und dann gehen wir auf jeden Fall rein. Okay, wir sind direkt hier im Büro gespawnt. Drück mir jetzt direkt einen Painkiller. Und dann gehe ich in Richtung Büro. Die sind auf jeden Fall ordentlich beschäftigt. Ist der hier? Also irgendwas meine ich zu hören. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich will es jetzt auch nicht direkt reinrennen und dann habe ich eine Kugel im Kopf. Da habe ich ja nicht auch keine Lust zu. Also ich persönlich warte da immer einen Moment, wenn ich mich wirklich sicher bin, dass ich jetzt hochgehen kann. Aber es nützt nichts. Ich muss auf jeden Fall hoch. Ich hasse es hier. Also hat sich auf jeden Fall was gedreht, aber das war mit Sicherheit ein Scav. War das die Tür? Das war nicht die Tür. Nächste Tür. So, schnell schnappen. So, das Gute ist übrigens, dass wir eigentlich direkt am Exit sind. Heißt, einfach nur runterrennen und raus. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich vermute auch, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich jetzt zu früh rausgehe. Ja, ich kann das bei Factory nicht immer so gut einschätzen. Ja, wie ich es befürchtet habe. Ich hoffe, dass das für die Quest dann trotzdem noch zählt und wir nicht nochmal reinrennen müssen, weil eigentlich ist der Run jetzt für mich persönlich perfekt gewesen. Schnell rein, schnell wieder raus. So, dann gucken wir mal direkt nach bei Skier. Sehr gut. Ich habe jetzt auch schon mit was anderem gerechnet. Okay, das muss ich mir jetzt gut überlegen, wen ich hier mache. Wenn ich das nicht beim Skier abgebe, dann gibt das minus 25, also 0,25, was für Skier wirklich viel ist. Ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, wen ich da am besten nehme. Oder ich google. Weil ich meine, da hat sich auch so ein bisschen was geändert.
So. Der Spawn ist ein bisschen kacke. Ich muss nämlich noch für Therapist diese Dokumententasche. Ich glaube 0052. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Direkt an der Holzfabrik. In diesen kleinen Schlafkajüten. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ist natürlich jetzt echt doof, dass wir jetzt so weit weggespawnt sind. Na gut, dann gehen wir halt noch ein bisschen looten. Entschuldigung. Seit wann bricht man sich da die Beine, wenn man runtergeht? Oder mein PMC ist einfach ein bisschen schusselig. Das ist jetzt echt unnötig. Nur mal so dahergesagt. Ja, prima. Dann gucken wir mal hier durch. Wir brauchen ja immer noch die Zigaretten. Natürlich sind hier keine drin. Hier auch wieder nichts sein. Ja, Zigaretten, aber die falschen. Wir brauchen immer noch die Strikes. Was haben wir hier? Was hat das geladen? Kann weg. Dann laufen wir erstmal weiter. Wir können ja noch hier zur Hütte reingehen. Da ist auch meistens immer eine Waffenkiste und eine Toolbox. Und dann werden wir in Richtung Fabrik gehen. Da ist eine Waffe drin. Oh, nice. Ich glaube, die zählt sogar auch für Tarkov-Shooter. Die Kopfhörer tauschen wir jetzt einfach aus. Ich denke, die machen jetzt nicht so viel Unterschied. Früher habe ich die ziemlich gerne genommen, aber irgendwie mittlerweile finde ich sie nicht mehr so gut. Ja, toll. Ich werde direkt geschossen. Muss irgendwie vom Sniperberg sein. Schade, hat nicht gereicht. Aber lustig gewesen. Dann hätte ich meinen ersten PMC-Kill mit der Pistole gehabt. Aber manchmal ist es halt einfach nicht.
So, meine lieben Leute, ich werde jetzt aber die Folge hier beenden. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.